meine lieben Freunde und Wegbegleiter, 1968 war ich 20 Jahre alt. Damals war ich ein 68er. Der Kern, die Kernaussage der 68er Bewegung, die hat im Grunde genommen Rudi Dutschke getroffen. Die Überwindung des gesamtgesellschaftlichen Komas, die Bewusstwerdung der breiten Massen über die unbegriffenen Mächte. Das hat bis heute noch nicht stattgefunden. Und deswegen zerbröselt unsere Mittelschicht. Und deswegen gibt es immer mehr Armut. Und deswegen sind alleinerziehende Frauen bei uns in Deutschland am schlimmsten dran. Wir haben Kinderarmut und Altersarmut. Und die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu erklären. Und dabei war mir Professor Dr. Bernd Senf eine große Hilfe. Und ich habe sein Maling, was er im Rahmen eines Vortrags an die Wand gebracht hat, habe ich mir zu eigen gemacht und nenne das den Senfkarabiner. Dazu wollen wir mal eben noch ein bisschen was sagen auf Deutsch. Die Mächtigen, der Geld- und Hochadel, die sitzen schon immer oben auf. Das begann mit der ersten Dynastie. Das begann mit der Ausbeutung des Menschen. Und dieser Geld- und Hochadel hat jetzt der UNO, dem Weltsicherheitsrat und allen Unterorganisationen der NATO, der EU, den Nationalstaaten ein autonomes, internationales politisches System implantiert. Und damit kontrollieren sie im Grunde genommen alles. Die Bürger, die befinden sich immer noch im gesamtgesellschaftlichen Koma. Und das kommt, weil alles, was vom Volk ausgeht, von unserem Volkssouverän, von unseren mündigen Staatsbürgern und Wählern, das wird abgelenkt und durchgeht das Parlament, die Parteien, die Lobbyisten, die Globalisierer, Privatisierer, die EU, NATO, UNO, G8, G20, bis hin zur neuen Weltordnung. Und da kommt es so richtig auf uns zurück und hat uns unsere eigene Währung genommen, hat uns unsere Volkswirtschaft genommen, hat uns unser Volkssouverän genommen, hat das Grundgesetz ad absurdum geführt. Und jetzt ist es vorbei mit Deutschland. Und wir eiern beide rum im unteren Sektor, ohne Bewusstwerdung. Und deswegen wird es wieder zur Entladung kommen. Das ist der Fluch des Sisyphus. Das ist der Fluch, der auf der Menschheit lastet. Sie drehen sich immer im Kreis. Und sie schaffen den existenziellen Sprung nicht. Und innerhalb von diesen, ich nenne das ja den Kreislauf des Übels, da bewegt sich der Kapitalismus, der Sozialismus, der Kommunismus, Leninismus, Maoismus, Stalinismus und was auch immer noch erfunden wird. Und da bewegen sich Marx und Adams und Hegel, Habermas, Adorno, Bourdieu und wie sie alle heißen. Auch Niklas Luhmann mit seiner Systemtheorie. Aber die kann man sich auch zunutze machen. Dann kann man sagen, so, wenn wir innerhalb dieses Systems jetzt gefangen sind, dann müssen wir da ausbrechen. Dann müssen wir rauskommen. Aber die Soziologie, wie sagt, die Soziologie begründet sich in ihrem Scheitern. Gesellschaft begründet sich in ihrem Scheitern. Luhmann sagt, Gesellschaft ist Kommunikation. Wenn die Kommunikation scheitert, wenn die Gesellschaft scheitert, dann bewegen wir uns weiter im Kreislauf des Übels und im Kreislauf der Absurditäten. Deswegen habe ich vorgeschlagen, schaut doch mal auf den neuen politischen Kompass von Dr. Paul Ray, der hat ja schließlich 20 Jahre danach geforscht, oder During Democracy von Bill Moyer. Elizabeth Warren, die beschreibt sehr schön The Coming Collapse of the Middle Class
oder The Two Income Trap, das Doppelverdiener, die Doppelverdienerfalle. Man muss sich das mal reinziehen, damit einem mal bewusst wird, was eigentlich passiert. Darüber kann man sich auch dann über vieles andere bewusst werden. Und vielleicht kommt man darüber irgendwann zur Überwindung des Übels, zur Abschaffung der Absurditäten. Und das wäre dann der Weg zum existenziellen Sprung, der letztendlich dann Frieden schafft und Kriege überflüssig macht und Armut beseitigt. Das will aber der Geld- und Hochadel offensichtlich gar nicht haben. Die Blockade, die ist so tief im Bürgertum verwurzelt, dass die Mittelschicht nicht mal merkt, die mittleren Einkommen, dass sie seit 40 Jahren zerbröselt werden. Die Bewusstwerdung der breiten Massen über die unbegriffenen Mächte hat nie stattgefunden. Gehen wir mal aus von der letzten Entladung dieses Kreislaufes des Übels. Das war der Zweite Weltkrieg. Und danach gab es dann einen Neustart, einen Wiederaufbau. Und irgendwann war das Volk nicht mehr zufrieden mit der Politik. Das artete dann aus in die Studentenbewegung. Und die Studenten waren in den Straßen, aber nicht nur in Deutschland, sondern in Frankreich, in China, in den USA, überall waren die Studenten auf den Straßen. Es gab die Arbeiterbewegung, die außerparlamentarische Opposition. Und Rudi Dutschke hat den Studentenführer gemacht. Damals wurde Benno ohne Sorge in den Kopf geschossen, aus 40 Zentimeter Entfernung von einem Polizisten. Das hat die Bewegung 2. Juni ausgelöst. Und das war eigentlich die Begründung für den damaligen Terror von Baader-Meinhof. Die Studenten wollten nicht aufgeben. Sie haben immer weitergemacht. Und je weiter sie gemacht haben und je weiter sie gegangen sind, desto mehr haben sie vom Staat auf die Fresse gekriegt. Und Rudi Dutschke wurde in den Kopf geschossen. Und an den Spätfolgen ist er dann irgendwann verstorben. Und als das alles zusammengeprügelt und zusammengeschossen war und der Staat und die Obrigkeit ihre Macht gezeigt hatten, da waren wir wieder im Kreislauf des Übels. Die Blockade, die ist noch lange nicht aufgehoben. Ich rede hier gar nicht von den Konservativen. Die merken eh nichts und die stecken der Industrie so weit im Hintern, dass nicht mal mehr die Füße rausgucken. Aber dass die Leute bei den Sozialdemokraten, bei den Grünen, bei den Linken nichts merken, das stimme ich schon einigermaßen nachdenklich. Aber ich will mich doch gar nicht großartig zu äußern. Geht doch mal auf den Soziologenkongress, der stattfindet in Frankfurt im Oktober 2010 unter dem Motto Transnationale Vergesellschaftung. Die Internetadresse habe ich da ja bei. Kann sich ja jeder selber schlau machen. Und wer Lust hat, der kann dann ja in mein System kommen. Gesellschaft gliedert sich auf in viele, viele einzelne Systeme. Ein System bin ich. Das habe ich vielleicht auch sauber gehalten. Von Greenpeace und Robin Wood und Attack und BUND und wie sie alle heißen, weil die alle ohne Ausnahme bewegen sich in dem Kreislauf des Seins, des Übels, der Absurditäten. Da halte ich mich raus. Da will ich gar nichts mehr zu tun haben. Christian Berg hat ein Stück geschrieben, Der Traum von Freiheit. Ich habe da mit 4Bs zusammengesessen bei den Proben. Da haben wir uns unterhalten. Der Traum von Freiheit. Tjede, Heldin des Nordens. Auch sie ist gestorben. Sie hat es auch nicht geschafft. Und so bewegen wir uns immer weiter im Kreise des Übels,
im Kreise der Absurditäten, ohne Bewusstwerdung über die unbegriffenen Mächte.